Ja, willkommen zurück zu einem kleinen Vlog auf meinem Channel. Zuerst einmal eine kleine Korrektur. Ich habe beim DK-Review die Behauptung aufgestellt, beim DSB wären keine Stecher zugelassen. Das gilt tatsächlich nur für bestimmte Disziplinen. Beim Vorderlader ist es durchaus möglich, dass man da auch einen Stecher benutzen kann. Ja, Fehler passieren halt. Aufstehen, weitergehen. So, ich wollte jetzt gerade Pulver abfüllen für das Vorderladerschießen nächsten Samstag. Ja, hab dann den Schrank aufgemacht und staunte nicht schlecht, denn jetzt zieht euch mal das hier rein. Einige meiner Waffen haben tatsächlich den Lopez-Effekt. Wer nicht weiß, was das ist, Lopez war gegen Ende der 80er der Manager von Opel, der die Marke mal so richtig vor die Wand gefahren hat. Dadurch hatten die Fahrzeuge eben Qualitäts- und eben auch Rostprobleme. Und ja, einige Tage mal hier nicht reingeschaut und dann hat man die Bescherung. Das sieht jetzt nicht mehr allzu tragisch aus, weil ich die Scheiße natürlich zügig abgewischt habe. Aber der komplette Lauf war mit dicken Flugrost übersät. Die Flinte hat es teilweise auch erwischt. Sieht man hier ganz deutlich. Die Mosin eher weniger. Naja, ist aber trotzdem ärgerlich, ne? Weil die Scheiße will man auf sein Schmuckstück natürlich nicht haben. Und deswegen ja, habe ich mich jetzt eines kleinen Tricks bedient, den ich mal bei einem Auto abgeschaut habe, bei einem alten Calibra, nämlich der Salzsockentrick. Man macht folgendes, eine Socke, die man nicht mehr braucht, die befüllt man halt mit Salz und dann hängt man die auf. Das Salz zieht dann die Feuchtigkeit an und dadurch hoffe ich, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Ich hoffe mal, dass die eine Socke ausreichen wird. Wenn nicht, dann muss eben noch eine dran glauben. Ja, das ist halt eine von mehreren Möglichkeiten, die man nutzen kann, um dieses Rostproblem zu beseitigen. So, dann ja, mache ich mich gleich mal ans Abfüllen. Das wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Und ja, irgendwann werde ich noch mal ein kleines Update machen zu diesem Thema, ob die fiese Socke wirklich was gebracht hat. Und dann gebe ich mal ein kurzes Fazit. Ansonsten sage ich jetzt mal wieder Ciao Kakao, tschö mit Ö und euch noch einen schönen Sonntag.